Basics Teil 1. Wir schälen und schneiden eine Zwiebel und zwar in möglichst kleine Stücke. Ja, für die, die es noch nicht gemacht haben, grundsätzlich vor der ganzen Angelegenheit gründlich Hände waschen. Wir schneiden einmal am einen Ende, einmal am anderen Ende ab und dann ziehen wir mit dem Messer vorsichtig die Schale ab. Das geht manchmal besser, manchmal schlechter. Vielleicht muss man hier auch noch einen kleinen Ritz reinmachen, dass man die Schale runterkriegt. Und dann ziehen wir hier so mit der Messerklinge über die Zwiebel, bis die Schale sich so ein bisschen aufstellt. Die geht jetzt nicht so besonders schön ab, aber am Ende ziehen wir sie doch runter. So, ich sage mal, ein gutes scharfes Messer sorgt dafür, dass die Arbeit gut von der Hand geht. Kennt man ja aus Handwerksbesuchen. Mit schlechtem Werkzeug kann man eben keine gute Arbeit machen. Ja, alles runtergepult. Dann säubern wir das Brett von der Zwiebelschale. Die wollen wir hinterher nicht in unserem Zwiebelgeschnittenen haben. Ja, einmal quer durchschneiden. Jetzt kommt es drauf an, vorsichtig in eine Richtung schneiden. Ich halte das mal so, dass man das sehen kann, möglichst fein. Hier kommt es auf die motorischen Fähigkeiten des Einzelnen an und dann schneiden wir vorsichtig in die andere Richtung. Und wie ihr seht, fallen die fertigen kleinen Zwiebelstückchen schön vom Messer. Ja, immer schön vorsichtig und langsam und darauf achten, dass die Zwiebeln hier keine rote Färbung annehmen. Nochmal, wir schneiden einmal in Längsrichtung und dann nochmal quer geht es dann darum, möglichst feine kleine Stücke zu erzeugen. Es geht nicht um Schönheit, es geht nicht um Tempo, sondern darum, dass es euch gefällt. Dieser Ring, der hier abgefallen ist, wird auch nochmal zerschnitten. Ja, und das Ende der Zwiebel, da wo die Wurzel saß, das nehme ich auch nochmal raus. Ja, schon haben wir eine Zwiebel in kleine Stückchen geschnitten. Das geben wir hier hinein für den Gang, bei dem die Zwiebeln angeschlitzt werden. Und wie ihr seht, Zwiebeln geschnitten.